die Idee muss ich erstmal entwickeln. Und mit Peter ist das einfach so, wir sind wie Legosteine. Das ist einfach so, es passt. Wenn er eine Idee hat, kommt meine Ergänzung, also die dann so, ach ja, stimmt, das ist klasse. Dann könnten wir ja das so und so machen. Und dann fällt ihm wieder was ein und dann pokern wir das so lange aus, bis die Geschichte steht. Jetzt geht's los. Komm runter, runter, runter. Machen Sie sich hier gemütlich. Wir sind Altena macht auf. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Hallo? Wir sind Altena macht auf. Wir sind Balkontheater. Es war einmal vor langer Zeit. So um das Jahr 1500. Da war ein helles Licht am Himmel über Hamburg zu sehen, das wie ein Komet zur Erde fiel. Ein Raumschiff aus den unendlichen Tiefen des Alls musste auf der Erde Not landen. Wir sind dann da wirklich versteckt irgendwo in der Ecke, tauchen dann auf, aber es ist da eine ganze Traube von Leuten, die erwarten jetzt was von uns. Wir sind immer noch wie beim ersten Mal aufgeregt und dann zählen wir teilweise immer schon, oh, jetzt sind 10 Leute, 20 Leute, 30, oh nein. Darum geht es auch. Es muss das Urwüchsige gehalten bleiben, ein bisschen Improvisation dabei und es darf auch nicht alles 100% funktionieren. Das macht den Charme eben von diesem Projekt aus, Altona macht auf. Ja, wichtig sind ja auch die Requisiten. Ja? Das ist ja alles Low Budget oder No Budget, was wir machen. Das heißt, Michael kramt dann aus den Mülltonnen, was wir brauchen. Ich gucke dann bei mir auf dem Dachboden, was wir noch finden. Und so sieht das dann nachher aus auf dem Balkon. Aber es passt, das ist die Hauptsache. Oh weh, ich bin auf einem fremden Planeten abgestürzt. Ich schau mal auf meiner galaktischen Karte, wo ich bin. Ah, ich befinde mich auf dem Planeten Erde. An einem Fluss namens Elbe. Nun, mal sehen, ob ich hier jemanden finden kann, der mir helfen wird, mein Raumschiff wieder flott zu machen. Oh, ein Erdenbewohner. Hallo, Erdenbewohner. Bielklapp Baudermann, wer bist du denn so? Ich bin Tona. Und? Ich komme in Frieden. Woher kommst du? Aus dem All. So, so, du bist also Tona aus dem All. Naja, ich bin der Schiffbauer Prien und ich wohne hier an der Elbe. So, wo geht das hier? Du sag mal, wo ist denn das All? Ist das weit weg von hier? Ja, sehr weit weg. Dort oben, bei den Sternen. Ich kam mit meinem Raumschiff und stürzte hier ab. Was Freunde oder Bekannte oder Nachbarn dazu sagen, das interessiert uns eigentlich weniger. Das geht auch darum, die Selbsterfahrung zu sammeln, selbstbewusster zu werden, auch keine Hemmschwellen zu haben, auch dem Publikum gegenüber, diese Erfahrung zu sammeln, dass sich das abklärt, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man jetzt vor 50 Leuten teilweise spielt. Wie nennt ihr eigentlich diesen Ort? Weht nicht. Enorm happy noch nicht. Wir sind schon ewig hier an der Elbe. Was kann ich denn für dich tun? Da du ja Schiffsbauer bist, kannst du mir bestimmt helfen, dieses Teil zu reparieren. Das mag wie. Ship ist Ship. Und so ein Raumschiff ist ja auch nur ein Ship. Töfmann beten. Ja, mein Translator sagt, Töfmann beten heißt, ich soll ein bisschen warten. Ho, oh, eine Maus. So. Bitte schön. Wie neu. Oh, vielen Dank für die Reparatur. Als Dankeschön und Erinnerung an unsere Begegnung überreiche ich dir diese Fahne mit dem Wappen meiner Heimat. Das sieht ja schon fast so aus wie das Wappen von der Stadt Hamburg, die hier ganz in der Nähe ist. Aber warte mal, ich habe da eine Idee. Töfmann bin. Man kommt immer näher ran. Man ist praktisch dann ein Team geworden. Irgendwann, wenn das nahe Altona macht aufgeht, dann ist man nicht mehr Nachbar, sondern ein Team. So, ja,
wir machen. Man hat was Gemeinsames und das macht das eben aus, dann auch gerade in diesem Revier hier. Hier war nicht so viel, da waren wir hier. Wir haben das dieses Jahr geschafft, dass dieses Schmuddelquartier lebendig wird. So, mein Junge. Das ist nun unser Wappen hier. Aber das Tor der Burg ist offen, weil du immer herzlich willkommen bist. So wie alle Menschen hier landen werden. Deshalb nenne ich jetzt dieses Fleckchen Erde hier nach deiner Herkunft und deinem Namen. Altona! Er soll auf ewig an unsere Zusammenkunft erinnern. Das ist aber schön. Aber dies ist die wahre Geschichte des Wappens von Altona. Und Tona, er machte sich wieder auf seinen Weg in die unendlichen Weiten des Alls und noch viel weiter. So, das ist nun das Wappen von Altona. Damit ihr das alle wisst. Dankeschön. Das nächste Jahr wird auch schon, ne? Eingeplant. Da haben wir schon ein paar Ideen gesammelt, aber da verraten wir noch nichts von. Das könnt ihr dann nächstes Jahr sehen, hier wieder Schlüsselstraße 15 auf meinem Balkon. Wenn es wieder heißt, Altona macht auf. Jo.